Blumen. 1000 gute Gründe. Es gibt viele gute Gründe, sich für Blumen oder Pflanzen zu entscheiden. Abgesehen davon, dass Helene Fischer ohne die vielen Blumengeschenke nach ihren Auftritten vor Enttäuschung tatsächlich atemlos werden könnte, sorgen die grünen Gewächse auch im Büro oder zu Hause für frische Luft. 15 Pflanzen können die Luft in einem 167 Quadratmeter großen Raum von Schadstoffen befreien und sie langfristig reinigen. Und wenn Sie in Ihrem Haus keinen Platz für 15 Pflanzen haben, dann stellen Sie sie einfach nach draußen. In Häuser, die von Pflanzen umgeben sind, wird nur halb so oft eingebrochen wie in Häuser ohne Bepflanzung. Außerdem verringern Pflanzen den Lautstärkepegel. Eine 60 cm tiefe Hecke zwischen Straße und Haus reduziert den Verkehrslärm um 5 Dezibel. Und je höher die Hecke ist, desto weniger können Sie sich mit Ihrem Nachbarn streiten, wenn er mal wieder zu laut Helene Fischer hört. Leute, die Blumen anstatt anderer Präsente verschenken, sind fürsorglich, emotional intelligent und erfolgreich. So verbessern Pflanzen auch das Geschäft. Mitarbeiter, die von Pflanzen umgeben sind, werden weniger krank und fühlen sich weniger gestresst. Und wenn Sie dann noch in einem Immobilienbüro arbeiten, können Ihnen Pflanzen auch hier helfen. Gut gepflegte Bäume und Gärten können den Wert eines Hauses um 15% erhöhen und dessen Verkauf um bis zu 6 Wochen beschleunigen. Das lohnt sich doppelt, denn Gartenarbeit ist auch gut für die Fitness. 45 Minuten Gartenarbeit verbrennen genauso viele Kalorien wie 30 Minuten Konditionstraining. Gut für die Gesundheit sind Blumen ohnehin in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel würden hawaiianische Mädchen wahrscheinlich an unerträglichen Rückenschmerzen leiden, wenn sie statt Blumenschmuck Steine um den Hals tragen würden. Van Goghs Museum würde nur halb so viele Besucher anlocken, wenn er nur leere Vasen gemalt hätte. Einen leeren Inhalt hätten darüber hinaus auch viele Krimis, denn ohne Blumen keine Gärtner, die als Täter in Betracht kämen. Genauso wie die Flower Power Zeit. Wobei, die hätte es schon noch gegeben. Aber vermutlich unter einem anderen Namen, wie zum Beispiel Wir sind frei und dabei manchmal auch nackt und sagen mit Musik und freier Liebe, was uns an dieser Welt nicht passt, zeigt. Blumen. 1000 gute Gründe. Na, sagen wir lieber 1001. Denn ohne Blumen würde es auch diesen Film nicht geben.